Achtung! Der Mundart-Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Kabarettist Franz Kain kommentiert und karikiert. Präsentiert von Kia Autohaus Doll in Weinheim. Jetzt Probefahren. Der neue Kia Sorento. Ausgezeichnet mit dem goldenen Lenkrad. Allele, allele, habt ihr schon gehört? Es gibt ja jeden Tag einen Tag des Tralala und Hopsasa. Also jetzt nicht wörtlich, sondern zum Beispiel der Tag der Nichtraucher, der Tag des Herrn. Nee, das war was ganz anderes. Aber am 12. Februar ist der Tag der Umarmung. Der 13. Februar ist der Tag des Kusses. Und am 14. Februar, das wissen wir alle, ist wie immer Valentinstag. Das hätte ja dies Jahr super gepasst in die Fastnachtszeit. Die Altweiberfastnachter hätte sich am Tag des Versprechens, der ist also am 11. Februar, vorgenommen, sich bis zum Aschermittwoch zu umarmen, zu küssen und am besten noch die große Liebe zu versprechen. Da das hier dann nicht am Tag des Versprechens, sondern am Valentinstag erfolgt wäre und womöglich in alkoholgeschwängerter Umnachtung, könnte man sich oder hätte man sich rausretten können. Ich liebe dich gesagt. Das war kein Versprechen, sondern ein Versprecher. Ich habe mich also versprochen. Also immer aufpassen, was man so sagt. Ne? Jedenfalls, der Valentinstag ist wie der Muttertag und so viele andere Tage irgendwie eine Geldmacherei. Ich liebe doch meine Frau und meine Tochter nicht nur am 14. Februar. Und das sage ich ja nicht nur an diesem Tag. Ich liebe dich. Ja? Also warum soll ich denn ausgerechnet an dem Tag was schenken? Und das fragt man sich ja jedes Jahr. Was macht man? Man macht es trotzdem. Selbst wenn Frauen nämlich sagen, ach komm, wir hätten uns jetzt am Valentinstag doch nichts schenken brauchen, erwarte, tun sie es trotzdem, ein bisschen, gell? Also eine Rose gibt's ja in der Edeka und ich habe da ein schönes Kissen gefunden. Beim Stöbern durch die Edeka habe ich ein Kissen gefunden, da steht drauf, schön, dass es dich gibt. Goldig, oder? Hä? Ja, so weit ist es jetzt schon in dieser außergewöhnlichen Zeit gekommen. Wir stöbern durch Supermärkte, Drogeriemärkte, Discounter, um Valentinsgeschenke zu kaufen. Alles andere hat ja zu. Gut, noch der Pralinenlade ist natürlich systemrelevant. Praline, für mich schon. Genauso wie der Valentinstag ist natürlich systemrelevant. Ne? Ein Glück findet man noch geöffnete Läden mit Parfüm, Kisse oder Flasche Shampoos. Also mit allem, was Frauen so lieben. Blumen noch, ja, aber die gibt es ja sogar an der Tankstelle. Oder du machst Click und Collect, ne? Dieser neue Trend. Bestelle und abhole. Aber der Valentinstag an einem Sonntag ist natürlich schwierig. Ne? Jetzt holst du die Blume vorher oder an der Tankstelle, wo sie im Kühlhaus sowieso schon lagern, tagelang. Dann hast du noch zwei Tage nach Valentin Knick und Collect. Da hängen die Blumen die Hutte, also der Kopf. Die Blüteblätter fallen in der warmen Wohnzimmerluft schon ab und du kannst sie Knick und Collect, also die geknickte Kollekte, auf dem Wohnzimmertisch zusammenlesen. Also da ist, glaube ich, das Kissen dann doch besser. Ich bin ja gespannt, ne, ob ich auch was kriege zum Valentin. Vielleicht ein Gutschein, ne? Ich brauche keine Rose, ich brauche neue Hose. Meine Lieblingshose ist schon ein bisschen ramponiert, ne? Aber die gehen noch, zumindest für daheim rum. Eigentlich bräuchte ich nicht wirklich neue Hose. Ich trage die jetzt gerade mal 17 Jahre, ne? Und so eine finde ich wahrscheinlich nie mehr wieder. Breitkott, sau bequem. Breitkott und vor allem in dem sensationellen Farbton Ocker. Jeder Mann, der was auf sich hält, hat eine Breitkotthose in Ocker. Ich sage euch, im Club an der Bar, das haut dir die Frau vom Hocker. Oh, Männer mit Hose in Ocker. Ich sage euch da draußen, selbst Rocker trage heimlich Ocker. Mein liebste Hose, sitzt gut im Schritt, da petzt nix, passt in der Länge und sieht eigentlich noch gut aus. Heute sehe ich ja sowieso nicht, ob eine neue Hose neu ist, ne? Stonewashed mit Löcher, die Hosebar extra zu lang zum drauf rumtappen. Im Prinzip bin ich mit meiner alten Lieblingshose Young Fashion. Ah ja, die hat Löcher vom Flexen, der Schlag ist aus den 70er und ein bisschen ausgefranst und die Knie ausgebeult, also retroer kann eine Hose gar nicht sein. Mein Lieblingshose, Breitkott in Ocker. Was haben wir schon gemeinsam erlebt? Jungzelleabschied, auf der Knie rumgerutscht und Fliese verlegt, Kegelofende, Reifewechsel, Beerdigungen,
Sie hat alles mitgemacht. Die Lieblingshose, ein stiller Wegbegleiter und treuer Freund. Sitzt im Schritt, petznet und sieht eigentlich noch gut aus. Breitkott in Ocker. Ja, und so, oh nee, hätte ich gern wieder. Vielleicht schon mal Vorrat, ne? Als Vorfreude kriege ich dann vielleicht am Valentin einen Gutschein. Ich bin gespannt. Aber ich bleibe locker. Aber Ocker, Eckottos, das wär's. Aladon. Kein Pardon. Der Mundart-Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Kabarettist Franz Kain kommentiert und karikiert. Präsentiert von Kia Autohaus Doll in Weinheim. Jetzt Probefahren. Der neue Kia Sorento. Ausgezeichnet mit dem goldenen Lenkrad.